schrieb einen Brief und er beginnt so: Liebe Freundinnen und Freunde, ich schreibe euch, weil ich Angst habe. Angst vor dem Verlust von Individualität und Freiheit und Angst davor, dass ich mein Urteilsvermögen verliere. Seit Wochen hören wir eine Hammermeldung nach der anderen über die systematische Vollerfassung all unserer Kommunikationsvorgänge. Was bis vor kurzem als Verschwörungstheorie galt, ist nun traurige Gewissheit. Und wieder einmal frage ich mich, warum es niemanden zu interessieren scheint. Das Thema ist nicht so gut greifbar und verständlich, doch wir wissen, wer viel über andere Menschen weiß, kann sie manipulieren und kontrollieren. Seit ich nicht mehr weiß, was ich denken soll, erwische ich mich immer häufiger dabei, meine eigenen Verschwörungstheorien zu spinnen. Plötzlich begegnet mir überall der Verdacht, dass auch dort manipuliert wurde und dass ich auch hier nur an der Nase herumgeführt werde. Und je mehr Nachrichten von unmöglichsten Rechtsverstößen ans Licht kommen, umso glaubwürdiger werden diese Befürchtungen für mich. Nein, ich leide nicht unter Verfolgungswahn. Ich werde tatsächlich verfolgt. All meine Handlungen im Internet werden von einer nicht fassbaren Instanz verfolgt. Aber mehr weiß ich nicht. Während diese nicht greifbaren Personen alles über mich erfahren, werde ich im absoluten Unwissen gehalten. Und genau deswegen ist Überwachung so gefährlich für die Demokratie. Wie sollen wir noch souverän sein, wenn wir nicht mehr wissen, worauf wir uns verlassen können? Überwachung macht uns krank im Kopf. Die uneinschätzbare Kontrolle macht uns kaputt. Was wir jetzt erleben, ist nur der Anfang. Es kann dazu führen, dass mehr und mehr Menschen überall weiße Kaninchen sehen, weil wir nicht mehr wissen, worauf wir vertrauen können und worauf nicht. Und es lässt uns in Lethargie verfallen, weil uns egal ist, dass Demokratie und Freiheitsrechte mal eben im Vorbeigehen abgeschafft werden. Rechte, für die unsere Vorfahren ihr Leben riskiert und geopfert haben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob wir es uns damit schönreden, dass wir ja eh nichts daran ändern können, oder ob wir uns nicht damit beschäftigen wollen, weil es zu unbequem wäre, sich mal ein wenig damit auseinanderzusetzen, was unsere Gemeinschaft eigentlich zusammenhält. Wir tragen die Verantwortung dafür, genauso wie die Bevölkerung Deutschlands damals die Verantwortung für die Machtübernahme Hitlers getragen hat. Die Menschen, wie meine Oma, die bis ins Alter behauptet hat, von der Judenverfolgung nichts gewusst zu haben. Unwissenheit schützt vor Verantwortung nicht. Genau das ist nämlich die Bedeutung von Demokratie. Damit haben wir eben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten zu erfüllen. Unsere Verantwortung wahrzunehmen und unsere Freiheit zu verteidigen. Das ist eine Pflicht. Thank you.